Hallo zusammen, heute geht es wieder um meinen neuen Katalog 2023 und zwar behandeln wir heute die Seite 10. In dieser Seite 10 geht es um diese Kühlbox, das ist die Y45PX. Gestern habe ich die kleinere gemacht, morgen mache ich dann noch eine größere. Und so gehe ich jetzt Seite um diesen Katalog durch. Diesen Katalog kriegt ihr bei uns oder an der nächsten Messe, das ist die Allrad Abenteuer in Bad Kissingen. Oder ihr könnt den einfach downloaden als PDF, findet ihr auf der Homepage oder unten im Video beschrieben. Ja, das ist eine 45 Liter Kühlbox. Wir haben eine Abmessung bei der Kühlbox von 41 cm. So in die Richtung über alles. Wir haben eine Länge hier von 680 und wir haben eine Höhe von 490 über alles. Aber ihr müsst bedenken, wenn die eingebaut ist, hier braucht ihr 2 cm Luft. Hier wird die Luft angesaugt für den Kompressor und hier auf dieser Seite wieder ausgeblasen. Weil wir können ja nicht kühlen in der Kühlbox, wir können nur weniger warm machen. Und weil es weniger warm ist, muss die Wärme übers Kühlaggregat abgeführt werden und dann wird es hier ein bisschen wärmer außen dran. Der Deckel dieser Kühlbox hier, den kann man so aufmachen und so aufmachen oder ganz wegnehmen. Und hierfür mache ich jetzt die Wiederholung. Man kann den Deckel so aufmachen und natürlich wegnehmen. Den lege ich hier rüber, so sehen wir besser in die Box rein. Wir sehen jetzt die Box von oben. Wir haben hier eine Innenbeleuchtung, die läuft über einem Magneten. Das heißt, sobald der Deckel drauf ist, schaltet die aus. Hier habe ich ein Trenngitter und den Korb zum Rausnehmen. Und hier unten habe ich einen Bodenablauf. Kühlen tut dieses Teil hier mit diesem Korb. Und dieses Teil ist ein sogenanntes Warmfach, das ist nicht gekühlt. Die Kälte schwappt dann hier rüber und hier ist es ca. 5 Grad wärmer, wieder hier die eingestellte Temperatur. Wir sehen die Box immer noch ohne Deckel. Hier habe ich das Fach wie bei der anderen Box für die Tausendernoten. Und hier habe ich die Bedienung auf dieser Seite, hier mit dem Klappgriff, wie auf der anderen Seite. Hier habe ich den USB-Anschluss. Hier kann ich zum Beispiel ein Handy laden oder so. Hier ein Notbetriebsschalter. Hiermit wird die ganze Steuerung überbrückt und den Unterspannungsschutz tiefer gesetzt. Also hier testen, wenn es da läuft, liegt es an der Temperatur, also an Thermostaten oder einfach eine falsche Einstellung oder der Unterspannungsschutz ist zu hoch. Wir hören, die Kühlbox läuft. Wir haben hier den Hauptschalter, den kann man lange drücken. Dann geht die Box aus und hier leuchtet nur noch diese kleine Lampe orange. Wenn ich hier wieder lang drücke, schaltet die Box wieder ein. Sie zeigt uns jetzt die Innentemperatur an, die aktuelle Innentemperatur plus 20 Grad. Und wenn ich hier drauf drücke, kommt die Solltemperatur. Das ist die Temperatur, die sein sollte. Wenn ich nichts mache, geht das wieder zurück auf die sogenannte Ist-Temperatur oder die Temperatur, die zurzeit gerade ist. Wenn ich hier zweimal drücke, kommt Celsius im Blinken. Hier kann ich dann umstellen auf Fahrenheit. Wir lassen es auf Celsius. Das ist für uns mehr üblich weder Fahrenheit. Und wenn ich dreimal drücke, kommt High, Low
und Medium. Geht wieder zurück und die ist dann eingestellt, dreimal drücken, auf Medium. Was heißt das High, Low und Medium? Das sagt vor allem aus, wo der Unterspannungsschutz ausschaltet bzw. wieder einschaltet. Bei Low schaltet er auf 9,6 Volt aus und bei 11 wieder ein. Bei Medium am 10,5 Volt aus und bei 12 wieder ein. Und bei High bei 11,5 Volt aus und bei 12,5 wieder ein. Dann muss schon der Motor laufen oder die Solaranlage funktionieren, dass die Spannung so hoch kommt, dass die Box wieder einschaltet. Wenn jetzt hier auf High gestellt ist und die Kühlbox geht nicht, weil sie eben mal kurz in Unterspannung ging, dann blinkt hier diese rote Lampe einmal, es gibt dann noch mehrere Störungen. Hier könnt ihr dann diesen Emergency Mode umstellen auf Low. Wenn sie dann läuft, dann ist meistens der Unterspannungsschutz auf High eingestellt. Auch bei dieser Box lässt sich damit die Spannung messen. Plus, minus, miteinander drücken, zweimal Set und dann seht ihr die Spannung. Ich habe das genauer beschrieben im Video, was ich euch in der Endcard verlinke. Ja, das ist eine einfache, simple Kühlbox mit dem Deckel. Gibt es dazu, den ihr wegnehmen könnt, draufsetzen. Drauf sitzen könnt ihr auch. Also ihr könntet die Bank als Sitzbank verwenden. Nicht die Bank, sondern die Box als Sitzbank verwenden. Spricht gar nicht dagegen. Gibt ein bisschen kaltes Arsch, ist hart. Also ein Kissen dazwischen oder eine Decke empfiehlt sich in diesem Bereich. Diese Box hier ist momentan noch 230 und 12 Volt mit einer Vorhangschaltung. Die laufen aber aus, obwohl im Katalog jetzt schon nur 12, 24 Volt steht und dann hier mit dem Netzgerät. Also wir sehen das hier, hier steht die Box mit dem Preis und hier das Netzgerät. Momentan gibt es noch diese Boxen, solange wir Vorrat haben, kann ich nicht sagen wie viel, mit dem Netzgerät integriert. Nachher separat. Ihr habt jetzt hier den Preis gesehen, 615 Schweizer Franken oder fast 700 Euro. Warum Euro mehr als Schweizer Franken? Das ist ganz einfach. In der Schweiz haben wir 7,7% Mehrwertsteuer auf diesen Betrag von 615 Franken. In Deutschland haben wir 19% Mehrwertsteuer und etwa 4% Zoll. Diese Box kommt ab China. Sobald wir diese, also wir importieren die Boxen von China in die Schweiz. Die Schweiz hat ein Zollfreihandelsabkommen. Das heißt, wir zahlen kein Zoll auf diese Geräte. Wenn wir natürlich nach China liefern, zahlen die Chinesen auch keinen Zoll. Aber wenn wir die Box, diese hier, nach Deutschland importieren oder in die EU, dann kommt Zoll drauf. 2,5, 4 oder 8%, je nachdem, wo der Grenzer hinschaut oder der Zollbeamte, wie er es deklariert. Durch das sind wir in Deutschland teurer als in der Schweiz. Jetzt sagt sich natürlich ein Deutscher, der hier gerade an der Grenze wohnt, ja Moment, früher gab es ja den Nudelsonntag. Das war ein Tag, an dem die Schweiz gearbeitet hat und Deutschland hatte Feiertag. Das waren dann für die Schweizer der Nudelsonntag. Da kamen dann die Deutschen in die Schweiz und dann haben die Nudeln gekauft, wagenweise. Kann ich mich nur erinnern, das ist etwa 30 Jahre her. Jetzt sagt einer aus Deutschland, Süddeutschland, kann man ausweiten, so lange man will.
ich fahre in die Schweiz und hole die Box hier in der Schweiz ab. Dann hat die Box ja eigentlich einen Schweizer Stecker dran. Das ist ein Schweizer Stecker und das hier ist ein deutscher Stecker oder ein Schuko-Stecker. Wenn er frech ist, fragt er, kann ich noch so ein Kabel haben, kriegt er in der Regel. Oder wir fragen sogar danach. Und dann packt er das ins Wohnmobil, fährt damit nach Italien in Urlaub, sagt, habe ich in Deutschland gekauft, schmeißt noch einen alten Limburger Käse rein und dann fährt er wieder zurück über die Grenze. Dann sage ich euch, dass das ist Steuerhinterziehung. Mehr will ich dazu nicht gesagt haben, aber ich weiß, dass es so läuft. Es gibt auch Leute, die kommen aus Süddeutschland, die Stadt heißt Hamburg oder sowas. Aber die fahren ja auch nach Italien bei uns vorbei. Wir wohnen oder wir sind hier an der schnellsten Strecke zwischen Hamburg und Mailand. Ihr müsst nur wissen, wo er durchfährt. Und wichtig, keine großen Fahrzeuge, sondern nur 3,5 Tonnen, weil sonst hält es die Brücke nicht aus. Ja, das ist diese Kompressorkühlbox, haben wir am Lager. Ihr könnt auch am Samstag, einmal im Monat, haben wir einmal offen. Zwischen morgens um 8, das seht ihr auf der Homepage, bis 12 Uhr. In der Schweiz, nicht in Deutschland. Da könnt ihr so eine Box direkt mitnehmen. Gestern habe ich ein Video gemacht, oder vorgestern, über die kleinere Kühlbox. Die ist ein bisschen kleiner, passt vielleicht irgendwo noch drunter. Und hier mache ich euch ein Video über eine gleich große Box, die aber noch größer ist außen, aber die Hälfte Strom braucht. Hier könnt ihr mir ein Abo dalassen, dass ihr die ganze Serie nicht verpasst, weil die geht jetzt noch etwa 70 Filme. Oder vielleicht nicht, vielleicht nur 60. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.